auf einmal dieses öffentliche Interesse, das ist natürlich dann schon etwas, was man versucht, ein bisschen abzuschirmen und wo man dann aber feststellt, dass das gar nicht geht, weil es kommt von allen Seiten. Jeder in Deutschland kannte seinen Namen auf einmal und jedes Kind wollte auf einmal Mario Götze Trikot. Das muss man mit 18 und 19 Jahren verarbeiten. Das ist halt keine allzu leichte Situation. Ich war die ganze Zeit aufgeregt, weil viel passiert ist. U17 EM, U17 WM, dann zu Jürgen Klopp in den Kader und da mein erstes Profispiel gemacht, dann mit 18 zur Nationalmannschaft, dann Deutscher Meister geworden, dann das Double gewonnen. Und es war so schnell auch alles, dass ich auch einfach froh war, dann auch immer noch mein Elternhaus zu haben und nach Hause zu kommen und meine Freunde von früher zu haben. Ich habe gespielt und es ist gut gelaufen, so ungefähr. Also ich habe mir da auch wenig Gedanken drum gemacht, was passiert oder wo es mal hingeht. Ja. Das erste Mal, als ich ihn bei der Nationalmannschaft eingeladen hatte, das war in Schweden. Was mich beeindruckt hat, mit welcher Ruhe und mit welcher technischer Sicherheit er als ganz junger Spieler mitgespielt hat, als wäre es irgendwie das Selbstverständlichste der ganzen Welt. Weil normalerweise habe ich auch viele Spieler erlebt, die beim ersten Mal bei der Nationalmannschaft waren, die logischerweise natürlich auch ein bisschen nervös waren und ein bisschen unsicher vor den ersten Trainingseinheiten. Der Mario war die Ruhe in Person und so hat er eigentlich auch trainiert, als wäre er schon jahrelang bei uns dabei. Ich habe jetzt wirklich ein paar gute Jungs gehabt, aber mal für das Alter, das habe ich noch nie gesehen, auch danach in der Kombination Alter und der Zeitpunkt, wann was schon da war, war sicher das größte Talent. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und bis zu seinen Verletzungen, die kamen, ist die Karriere ja auch ganz genau so verlaufen. Alle Jahre zurückdenke und schon in dem Alter, in dem ich jetzt bin, einfach generell schon weiß, dass das auch schon Früchte getragen hat. Oft ist es ja auch so, dass man lange spielt und dann irgendwann sehnlichst nach einem Titel strebt. Und bei mir ist es eben so, dass ich eigentlich fast schon immer so war. Ich habe die ersten 6 Jahre Bundesliga gespielt und gefühlt jedes Jahr einen Titel geholt und das war wirklich besonders. Plus dann noch die Weltmeisterschaft 2014, plus dann diese kleinen Meilensteine, die man zwischendurch hat, wie auch 100 Bundesliga-Siege als jüngster Spieler. Das ist schon gigantisch und das macht mich schon stolz. Man will dadurch immer mehr und das ist auch so ein bisschen, wo man sich dann auch wiederfindet, ne? Immer mehr zu wollen. Als ich das erste Mal gesehen habe, war eine Gänsehaut unglaublich, dass ich jetzt auch ein Teil davon bin. Aber es ist auf jeden Fall abstrakt, mich selbst in dem Museum so zu sehen. Vor allem dann auch in meinen jungen Jahren schon, das ist natürlich auch irgendwie komisch so zu sehen. Vor allem, wenn man weiß, ich bin noch mitten in meiner Karriere, ich will noch mehr erreichen und ich will noch mehr Titel gewinnen und ich will noch mehr erleben als Fußballer, als Mensch. Von Philipp. Das ist das, ja. Ist komplett surreal, wenn man sieht, was er einfach schon in seinen jungen Jahren da einfach erreicht hat. Und man denkt sich so, hey, das ist doch irgendwie mein Mario. Und warum sind dann da 1000 Bilder von ihm? Und das ist einfach komplett surreal. Aber wo wir dann in Brasilien waren und er mal das Tor gemacht hat, das fühlt sich an wie ein Film, den man einfach immer wieder abfährt. Und man denkt sich so, wow, das ist einfach deine Karriere und das hast du erreicht. Da sind die Aufzeichnungen. Von dem? Von dem Kommentator, der das Spiel kommentiert hat. Von Tom Bartels. Ja. Was sagt ihr über Messi? Messi? Kein Tor im K.O.-Spiel. Ja, ist schlecht. Es ist einfach eine große Auszeichnung, so ein Spiel zu bekommen und das Vertrauen zu haben innerhalb eines Senders. Okay, wir trauen ihm das Weltmeisterschaftsfinale zu mit der deutschen Mannschaft. Aber dadurch, dass man selbst so im Fokus steht und so viele Anfragen bekommt, wo man sich fast schützen muss, ist einem spätestens die Bedeutung irgendwann selbst nicht mehr so ganz klar. Es gelingt kaum noch, das wieder auf Normalmaß zurückzustutzen. Aber wie muss das für die Spieler sein?
auf die alles einprasselt, auf die ganze Welt schaut, auf die, wo überall Kameras stehen, laufen sie da unten wie die Gladiatoren ein und sollen dann Leistung bringen. Das, ganz ehrlich, das selbst auch als Reporter zu erleben, das potenziert eigentlich nochmal meinen Respekt vor dem, was die Spieler auf dem Platz machen. Aber danach, ne? Der Abpfiff war eigentlich so. Das. Nach dem Tor hat ja auch jeder Deutsche gedacht, Mario ist auch ein Stück von mir. So, ne? Wir sind ja Weltmeister geworden. Und da hat er gar nichts mit zu tun. Das will der auch gar nicht. Der will nicht everybody's darling sein. Jeder will ja dann doch einen coolen Spruch haben und will eine Gestik oder eine Mimik. Der zieht aber komplett sein Ding durch. Und von den Medien und die Zuschauer und die Fans, die Fußballspieler auch irgendwie auf eine Art auch auffressen, wollen halt viel, viel mehr von ihm. Die Meinung, die Leute quasi über einen haben, das dann auch immer zu erfüllen. Man kämpft so ein bisschen dagegen an, das Wirkliche oder den Mensch, der ich bin, den wirklich so darzustellen. Oder den wirklich, das einfach, das, was ich bin, auch einfach zu zeigen. Und da ich das auch so viel drumherum passiert, gerade auch Träume, Hoffnungen, die Meinung der Medien, dass es dann eher so ist, dass man eher dagegen ankämpfen muss, bevor man erstmal sich selber öffnen kann. Da willst du nicht anrufen, ne? Nee, ich sag, das ist gefährlich. Wo immer er hinkommt, müssten wir sagen, was du für den deutschen Fußball gemacht hast durch dieses Tor. Welche Freuden, das war unglaublich. Aber er muss natürlich damit leben, dass wir sind ein kritisches Volk, wir sind kritische Medien. Er ist auf hohem Niveau, da wird man auch immer wieder natürlich kritisch beäugt. Man wird natürlich auch an den Erfolgen gemessen. Das Größte, was man erreichen kann. Man schießt sein eigenes Land zum Weltmeistertitel und dass man daran gemessen wird, ist extrem schwer. Das ist auch was, wo ich Mario überhaupt nicht beneide für das Tor, weil es ihm natürlich viel gebracht hat, aber auch viel Stress gebracht hat, weil es natürlich immer nur darum ging, wieder an dieses Tor anzuknüpfen, an diese Legende anzuknüpfen. Hier, das ist auch immer gut. Da siehst du so, wer die Standards verteidigen muss. Das hängt dann immer in der Kabine. Wenn du irgendwann so viel Druck hast, dass jeder Pass gefühlt muss dann zum Tor führen, das ist halt nicht realitätsnah. Aber das haben die Leute vorausgesetzt und das ist fast nicht machbar. Das ist für niemanden in der Welt ist das machbar. Das ist die zweite, dritte Woche. Nee, du musst ja immer anpassen, wo du spielst, gegen wen dann nach der Auslosung. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber früher Erfolg ist somit das Schlimmste, was einem passieren kann. Und den mit 22 zu haben, ist schon sehr, sehr früh. Und man muss sich ja dann die Frage stellen, wo geht's denn jetzt hin? Was ist denn jetzt das nächstgrößere Ziel? Was möchte ich jetzt noch erreichen? Selbst für einen Messi und für einen Cristiano Ronaldo wird es schwierig, so ein Tor noch zu schießen. Mit 22 das zu erreichen, was viele sich ihr Leben lang vornehmen, als bestes Beispiel Vorstandsvorsitzender zu werden oder ein Unternehmen zu leiten. Die erreichen ihren Erfolg, wenn sie sozusagen auch dafür bereit sind. Und mit 22 diesen Erfolg zu haben, ist, glaube ich, eine der schwierigsten Herausforderungen für Mario. Und das könnte ein Grund sein, warum er seine Leichtigkeit verloren hätte. Auch wenn er bei Bayern München auf der Bank saß, ist natürlich so ein Höhepunkt fast schon eine Art Stigma. Also man sagt, guck dir mal den an, das ist derjenige, der ein WM-Finale entschieden hat und jetzt schafft das nicht mal mehr in die Startformation bei irgendeinem x-beliebigen Ligaspiel gegen den SC Freiburg. Hier siehst du das Tor. Steht in so einem Zeitspanner. Also so. Ja. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Menschen auch dran kaputt gehen würden. Und ich glaube einfach, dass das soziale Umfeld, das Mario immer noch hat und dort auch hatte, dass das ihm schon relativ viel Halt gibt, auch mit dieser Situation oder diesem Schauspiel Medien
umzugehen, weil es ist nichts anderes. Immer dieses, dass viele Leute denken, ja, das ist jetzt vorbei und der schafft sein Level nie wieder. Aber dann müsste man auch mal sagen, was ist denn sein Level? Das Tor bei der Weltmeisterschaft? Ja, das könnte schwierig werden. Aber die anderen Dinge, es gibt ja auch noch was darunter. Was ist es wirklich? Was zeichnet ihn aus? Und so weiter. Und wenn man einmal diese Messlatte gelegt hat, dann gibt's das hier drunter nicht mehr. Das ist so das Gefühl, das ich habe. Das, was da drunter ist, ist nicht mehr. Das ist okay, das ist da, aber es ist schlecht. Das ist dann auch der Punkt, woran man gemessen wird, was einem selber Druck macht. Also ich habe definitiv damit zu kämpfen, dass diese Assoziation vom Tor eigentlich automatisch immer übertragen wird in jedem Spiel. Ich kann ihn komplett verstehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann vielleicht nach der Karriere auch sagen würde, er hätte lieber dieses Tor nicht gemacht, sondern hätte einfach nur das gerne für jemand anderen vorbereitet. Ich muss dann häufig daran denken, was Helmut Rahn erzählt hat. Also Helmut Rahn ist noch lange nach seiner Karriere, als er in der Friesenstube in Essen-Frohnhausen saß, beim Pilz und eigentlich nur seine Ruhe haben wollte, immer wieder angesprochen worden, Helmut, erzähl uns doch mal das Tor. Und das ist dem tierisch auf die Nerven gegangen, weil er fühlte sich da offenbar irgendwie auf einen winzigen Moment reduziert. Helmut, der das Tor geschossen hat, aber schon so, dass ich immer vielleicht auch das Glück hatte oder auch dazu beigetragen habe, dass in den Vereinen oder auch in der Zeit, in der ich war, dass ich immer mit den Mannschaften oder auch persönlich Erfolg hatte. Für mich ist die persönliche Situation gerade auch mit dem Verein, mit Dortmund auch belastend, weil ich hatte es in der Vergangenheit nie, dass ich 2, 3 Spiele am Stück verloren habe. Die jetzige Phase ist definitiv eine Krise, wenn man 5, 6 Spiele nicht gewinnt und auch nicht punktet und auch nicht so spielt, wie man sich das vorstellt. Und deswegen, es ist gerade eine Situation, die nicht ganz so leicht ist und da müssen wir uns möglichst schnell rausmanövrieren. Man kann es eigentlich in 2 Phasen einteilen. Die ersten 2 Monate waren überragend. Da waren wir eigentlich gefühlt schon Deutscher Meister und jetzt sind wir gefühlt, spielen wir gegen Abstieg. So fühlt sich auch so ein bisschen an, also das muss man auch zugeben. Und das innerhalb von, ich glaube, es sind 5 Wochen, wo das alles passiert ist. Also es ist nicht so, nicht zu erklären. Für mich persönlich wäre es wichtig, wenn der Trainer bleiben würde, wenn Peter Bosch bleiben würde. Ja. Das, was alles passiert ist, wieder aus einer Reha zu kommen, er ist sehr behutsam mit mir umgegangen, hat mich versucht aufzubauen in den letzten 4, 5 Monaten. Das war für mich persönlich sehr wichtig. Er setzt auf mich, ich kann mich gut mit seiner Philosophie identifizieren. Ich finde es wichtig, den Trainern Zeit zu geben, also um so ein gewisses Konstrukt zu bilden, um die Idee des Trainers zu verstehen. Dauert es auch einfach eine gewisse Zeit, die man meistens auch im Fußball nicht hat. Ich bin breiter Brust in das Spiel gegangen und wusste eigentlich, dass wir das Spiel jetzt heute auch gewinnen werden und wollen. Dass es dann so gut funktioniert und dass ich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht habe, das war natürlich umso besser. Glücklicherweise musste ich auch nicht so hoch springen, deswegen konnte ich Kopfballtor machen. Eines seiner wenigen Kopfballtore überhaupt. Und für ihn sicherlich ein Treffer, der, wenn dieses Spiel etwas anders ausgegangen wäre, auch sein Selbstbewusstsein sicherlich erheblich gesteigert hätte. Aber es war das Revierderby und das war natürlich ein traumatisches Erlebnis. Und deshalb sprach anschließend leider keiner mehr aus Dortmunder Sicht über dieses schöne Tor von Mario Götze. Wir haben uns ein bisschen in Sicherheit gewogen in der zweiten Halbzeit, haben irgendwie nicht mehr so ins Spiel gefunden und man hat so ein bisschen die Unsicherheit bei allen bei uns gemerkt.
Es ist ein Spiel gewesen, was so eigentlich niemals passieren darf. Wenn eine Mannschaft im Revierderby 4:0 führt und dann anschließend 4:4 spielt und wäre das Spiel nur noch ein paar Minuten länger gegangen, dann hätte Borussia Dortmund dieses Derby sogar verloren. Das zeigt, wie viel in dieser Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt schiefgelaufen ist. Das zeigt, wie wenig Selbstvertrauen in der Truppe geherrscht hat. Das zeigt, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass der Trainer auch nicht alles richtig gemacht hat. Es war ein heftiges Erlebnis. Ich habe danach gelesen, 4:0 Vorsprung verspielt, gab es erst einmal in der Bundesliga. In der 80. Minute in der Außenlinie wollte nur den Ball abschirmen und wurde dann vom Spieler getroffen und dadurch habe ich mir einen Bänderriss zugezogen. Eigentlich ist es eine Scheißsituation. Ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper, wenn was Schlimmeres ist, und konnte dann auch nicht weiterspielen. Er war formtechnisch auf dem aufsteigenden Ast. Er war dabei, sich wieder mehr zuzutrauen. Ihm gelingt dieser herrliche Treffer und dann brach die Mannschaft kollektiv zusammen. Für ihn eine Verletzung. Er wurde abermals rausgeworfen. Es war sicherlich einer der schmerzesten Momente, den er seit der Rückkehr aus München in Dortmund erleben musste.